Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar haben wir heute wieder einen Ab hier drin stehen. Was heißt wieder? Wir hatten diesen Ab schon mal hier. Da haben wir einen Zahnriemen dran gemacht, der übrigens immer noch läuft. Wir haben das ja ohne dieses VHS-Blasülz da gemacht. Und der Zahnriemen läuft immer noch. Das Auto war auch hier zwischendurch mal zum Federspeicher abfragen, um zu gucken, ob alles in Ordnung war. Und jetzt haben wir, der Holger ist übrigens auch wieder mit am Start, der bringt immer so lustige Sachen mit, wo ich auch immer für mich... Ich hab dich auch lieb. Wo ich eigentlich überhaupt keine Lust zu habe. Aber zu zweit geht das ja. Ne? Ich bekomme ja hin und wieder mal Anfragen, hey, kannst du nicht an meinem Auto die Kupplung machen oder so? Und dann sage ich immer nein, dafür bin ich leider zu alt. Das können so die anderen Leute viel besser, sind auch besser ausgestattet als ich. Ich mache das natürlich jetzt hier nur für Family and Friends. Und wir haben jetzt hier diesen Ab und der hat ein automatisiertes Schaltgetriebe. Also alle die schon mal smart gefahren sind, die wissen, was ich meine. Wir haben also kein Wandlergetriebe hier drin, sondern wir haben ein automatisiertes Schaltgetriebe. Das heißt, du hast von innen ganz normal deinen Wahlhebel, zeige ich euch gleich, mit D, P und was weiß ich nicht alles. Aber da ist dann immer ein kleines Mannequin, was für dich die Kupplung tritt. Und die Kupplung ist runter, der Kilometerstand ist 212.000. Da darf so eine Kupplung, so eine automatisierte Kupplung, die ja auch immer irgendwie gleich funktioniert, auch schon mal kaputt gehen. Und die wechseln wir heute. Und wir haben alle tierische Bock da drauf, weil natürlich der Motorraum auch so groß ist, dass du an allen Sachen super dran kommst. Also wir werden euch die wichtigsten Steps zeigen. Natürlich läuft ja auch hier die Klimaanlage mit seiner Verschlauchung hier noch her. Ich denke mir, so wie immer, Batterie raus und dann sehen wir schon ein bisschen mehr. Ups, jetzt geht ja auch noch was, fällt ja auch noch was ab hier. Guck mal hier, das ist... Hast du das kaputt gemacht? Ja, ich weiß auch nicht, was ist denn? Was ist das denn hier? So. Und wenn ihr jetzt mal schaut, das ist der Schalthebel von innen, also kein Fünfgangschalter. Sondern einfach nur N, D, M und R, also praktisch wie bei den gängigsten Automatikgetrieben. Wir zeigen euch wie immer die wichtigsten Steps. Als erstes Batterie abklemmen, minus zuerst, wisst ihr mittlerweile. Wir nehmen die Batterie komplett raus und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich denke, wir werden auch die Räder lösen, zumindest die Räder abmachen. Wir werden gucken, ob wir vielleicht an den Traggelenkschrauben die drei Traggelenkschrauben auf jeder Seite losmachen, damit wir ein bisschen Platz haben für die Antriebswellen. Vielleicht nehmen wir die Antriebswelle auch raus, das entscheiden wir recht spontan und gucken erstmal, wie verbaut das Ganze ist. Ja, Kupplung ist... tatsächlich eine Kupplung vom Schaltgetriebe. Da gab es allerdings auch jede Menge Ersetzungen. Das, was allerdings anders ist, war, zumindest so wie ich das kennen konnte, ist das Ausrücklager. Also wie gesagt, das ist eine automatisch betätigte Kupplung mit Ausrücklager, ganz normale Druckplatte, ganz normale Mitnehmerscheibe. Und ich bin gespannt, ob wir das Ding später irgendwo in Grundeinstellung bringen müssen, beziehungsweise noch anlernen. Wir werden schauen. Jetzt reißen wir erstmal alles auseinander und dann gucken wir uns das mal an. Wie ihr jetzt erkennen könnt, hoffentlich zumindest, die Batterie ist raus und dann macht ihr den Batteriekasten auch raus. Bin mal gespannt, weil wir gerade gesehen haben, dass das Steuergerät da irgendwo festgenietet ist. Müssen wir gucken. Ja, hier unten sind die Sachen, bin echt gespannt. Vielleicht reicht es auch, wenn wir das irgendwie an der Seite drehen, schieben, was auch immer. Wir kaspern da jetzt noch an den Batteriekasten rum. Weil die haben das Steuergerät da dran gespackst oder dran genietet. Dann haben sie noch 25 andere Plastikverbinder zusammengestrapst da in irgendeiner Art und Weise. Also, das muss der Praktikant gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also Batterie müsst ihr rausnehmen und ihr müsst das alles auch an die Seite packen, weil sonst kommt ihr an keine Schraube dran. Zumindest nicht an die Schrauben von oben. Muss nicht eine Bohrer machen. Also, den Kühlmittelbehälter ein Stück an der Seite gelegt, aber das ist jetzt hier unser Problem. Ne? Also ich sag mal, das ist jetzt hier ein Teil und die haben echt das Steuergerät, haben sie hier mit den Nieten dran gemacht. Weiß nicht, ob die Abwehrschrauben sind das. Und fühlst du das Gewinde? Ja. Aber das sind Abwehrschrauben auch. Ja, aber warum? Warum macht man das? Damit man das nicht klauen kann. Ah, das Geile war jetzt, dass das Motorsteuergerät an dieser Plastikgeschichte war. Und sonst hätten wir den Batteriekasten da nicht rausgekriegt. Vielleicht gibt es da einen Trick zur Entriegelung. Ja. Aber ihr seht eben, dass diese Dinger, die haben wir jetzt einfach mal, die haben wir jetzt einfach mal weggemacht jetzt hier. Das Steuergerät kriegen wir auch irgendwie anders fest. Aber wir kamen da nicht dran, um das entsprechend zu verriegeln, weil hier die Kabel auch recht kurz sind. Also die Plastikverkleidung. Die ist jetzt bis jetzt sehr aufwendig gewesen. Normalerweise, wie beim Golf oder bei anderen Autos, wenn du DSG-Ölwechsel machst, das sind dann drei Schrauben, zack, bumm, legst zur Seite. Das geht bei dem nicht. Und wir müssen übrigens alle Viertelstunde jetzt eine Pause machen, weil Holger so eine Blutdruckpumpe oder so ein Herz, nicht Herzschritt macht, so ein Ding um sich hat. Und er muss dann immer alle Viertelstunde muss der so stehen bleiben. Ich denke, was hat er jetzt hier für Probleme? Weil er jetzt irgendwie... Keine Ahnung, ne? Aber auf jeden Fall alle Viertelstunde. Das heißt, der Kupplungswechsel dauert dann jetzt noch länger als überhaupt schon.
angepeilt war. Ne? Und dann vibriert das immer. Ich denke, ey, hat der irgendwie, keine Ahnung, ey, was so manche Leute mit sich rumtragen. Aber das soll man. Vibrator! Ja. Aber dir ist es ja zum Glück, oder ist zumindest die offizielle Version. Aha. Ein Blutdruckmessgerät. Ja, also das ist ein bisschen doof. Das ist das Ding hier. Ne? Also hier ist das Steuergerät dran. Das haben sie ein bisschen doof gemacht. Wir haben es jetzt einfach ein bisschen mit Gewalt gemacht. Anders geht es nicht. Und dieser kleine Kasten, der hat überall noch so Befestigungen. Hier oben sind zwar 1, 2, 3, 4 Schrauben drin, aber dadurch, dass da Kabel drüber, drunter, seitlich dran vorbeilaufen, müssen wir gucken, dass wir die natürlich auch nachher wieder anständig festbekommen. Denn nicht, dass ihr dann nachher bei der Montage was einquetscht und dann irgendwie, keine Ahnung, Kabelbruch habt, ist nicht gut. Das heißt, als nächstes können wir wahrscheinlich beginnen, wirklich mal die Getriebeschrauben zu lösen. Das, was mir auch noch auffällt, ich habe ja nur diese Standardbrücke. Ob das passt, da bin ich auch noch mal gespannt. Weil die Schnauze ist ja ziemlich schmal, also die Kotflügelkante, werden wir gucken müssen. Nachdem wir jetzt den Batteriekasten raus haben, haben wir jetzt erstmal gesagt, wir heben jetzt erstmal hoch und gucken erstmal von unten und zeige euch. Das, was natürlich für Volkswagen untypisch ist, ist natürlich jetzt hier schon mal gesteckte Wellen. Also die Wellen sind nicht geschraubt, sondern gesteckt. Und das bedeutet, wir werden das wahrscheinlich hier lösen, 1, 2, 3 und dann nach rausziehen. Dann können wir Achsmutter sitzen lassen. Das, was wir auch gesehen haben, ist hier ein Halter, also hier genau zwischen. Das bedeutet wahrscheinlich Radausschale raus, dann Drehmomentstütze. Das ist die Kupplungsbetätigung. Da oben ist dann also quasi der Gangsteller. Also das ist ja praktisch wie beim Smart, zumindest sieht das hier so aus. Hier, das, hiermit wird also quasi die Kupplung betätigt. Drehmomentstütze und hier haben wir dann die andere Antriebswelle. Jetzt weiß ich nicht, wie weit das noch reingeht, aber ich hätte jetzt eher gesagt, wir lösen das hier und hier in der Hoffnung, dass das funktioniert. Denn wenn du jetzt hier die Koppelstangen losmachst, dann geht das sowieso wieder alles kaputt. Jetzt die Stecker so weit abhaben, der Anlasser sitzt da oben und das andere, da wo jetzt die schwarzen Stecker drauf liegen, das wird der Gangsteller sein. Das lassen wir erstmal sitzen, das Ding, genau. Und aber die Schritte müssen alle ab und jetzt müssen wir wahrscheinlich später noch das Motorlager hier raus und dann müssen wir gucken, ob wir die Brücke auch hier auf die Kurflügelkanten gestellt bekommen. Das ist alles ein bisschen knapp, da werden wir mal gucken. Also mal VW kommt dann dahin und einen hier vorne am Schloss. Ja. Aus unserem Querträger. Wir müssen ohne das mit dem Schloss machen. Da ist ein bisschen alles verbaut, ne? Also da ist schon wenig Platz drin. Ihr müsst natürlich wie immer den Anlasser rausnehmen und wenn der jetzt so da drin liegt, ne, also so ungefähr, der hängt ja waagerecht da drin, ist die Schraube unter dem Magnetschalter. Ne, an der einen kommt der relativ gut dran, die ist ein bisschen schwindelig, aber im Großen und Ganzen geht's. Die Schraube ist natürlich so lang, dass sie dann auch gleich das Getriebe an den Motor hält. Und jetzt werden wir die restlichen Schrauben von oben auch noch losmachen, da müsst ihr mal ein bisschen schauen. Das, was ein bisschen beschissen war, war die Schraube da unten. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Müssen wir jetzt Drosselklappen Teil für rausnehmen, weil sonst kommst du irgendwie nichts dran. Ja, weil hier sitzt jetzt das Schaltdings drauf. Ja, hier. Und deswegen mussten wir jetzt hier eben Drosselklappen Teil raus. Die Schrauben haben wir jetzt auch schon gelöst. Das heißt, wir können jetzt Brücke reinmachen und können, ja, theoretisch haben wir hier oben nichts mehr. Ne? Der Anlasser ist raus, die eine Getriebeschraube ist raus. Und ja, im Grundprinzip hochlassen und von unten weitermachen. Das, was natürlich noch raus muss, ist die Radausschale. Habe ich jetzt schon angefangen, weil da sind auch noch ein paar Schrauben. Manchmal ist es so, dass man einfach ein bisschen nachhelfen muss, weil das sind natürlich so Universalbrücken, aber wenn ihr so einen Eishockey-Puck habt, dann kriegt ihr das oftmals ausgeglichen. Wichtig ist ganz einfach, dass hier die Scheinwerferhalterung heile bleiben. Und jetzt haben wir das Motorlager raus hier unten, aber das Ding, das muss auch noch raus und die Schrauben sind natürlich von der Seite und deswegen muss die Radausschale raus. Also ein paar beschissene Schrauben sind dabei, dann den Getriebesteller, den Gangsteller oder wie man es immer nennen möchte, haben wir jetzt erstmal drin gelassen, in der Hoffnung, dass das geht, weil hier müssen wir auch noch irgendwie vorbeikommen. Aber ich glaube, wenn wir das gleich runterlassen, ja, wird das schon irgendwie fluppen. Radausschale ist jetzt hier noch, glaube ich, ja, die muss ich jetzt gleich noch machen, hier unten ist jetzt noch eine Schraube, aber das muss auch raus. Und dann sagt VW Koppelstangen raus, wir probieren es allerdings erstmal ohne. Das heißt, wir machen jetzt hier als nächstes erstmal hier die Radausschale raus. Ja, wenn die Radausschale rausmacht, dann seht ihr genau dieses Ding hier. Drei Schrauben sind das, 1, 2, 3, weil sonst wird das nichts. Und jetzt, das wird wahrscheinlich schon so ein bisschen tricky werden, weil hier hängt natürlich wieder eine elektrische Verbindung vor, aber ist egal. Das, was wir jetzt gemacht haben, 1, 2, 3, Traggelenk, Koppelstangen, lassen wir jetzt erstmal sitzen. Wir probieren das Ganze
jetzt mal so. Und wie gesagt, Gelenkwellen sind gesteckt. Müssen wir gucken, wie wir die gleich rausbekommen. Das, was wir auch noch nicht gefunden haben, ist die Öleinfüllschraube. Da ist auch nochmal die Kuppelstange. Also wir probieren das ganz einfach so, haben das Ding jetzt hier rausgemacht. Und das ist quasi auch wie immer hier die Drehmomentstütze. Also auch kein Hexenwerk. Hier habt ihr jetzt noch die restlichen Schrauben. Da oben ist doch eine. Alle, könnt ihr das erkennen? Ja, da, da, da. Und die dürft ihr nicht vergessen. Und wahrscheinlich hängt hier oben auch noch irgendwo eine, wenn wir mal schauen müssen. Aber dann haben wir schon fast alles los. Also jetzt gleich nur noch die Gelenkwellen raus. Ja, wir haben so ein bisschen lange am Batteriekasten rumgekaspert und an einer Getriebeschraube. Also wir haben irgendwann gesagt, komm, wir nehmen das Drosselklappenteil jetzt raus und kommt man eben mindestens ein bisschen dran. Ich denke mir, wenn ihr ein Standard-Schaltgetriebe habt, dann ist das kein Problem. Dann kriegt ihr das auch, nicht so dreckig im Gesicht, dann kriegt ihr das auch ohne großartige Probleme hin. Allerdings haben wir da jetzt, wie gesagt, den Gangsteller noch oben drüber und ist so ein bisschen Fummelei. Wenn wir jetzt mal schauen müssen, inwiefern wir die Achswellen jetzt gleich rausgedrückt bekommen mit dem Montierhebel. Wir gucken mal. Ja, jetzt kommt der Akt mit den Antriebswellen in der Hoffnung, dass das gut geht. Schauen wir mal, ob da irgendwie dazwischen kommen. Ja, ich glaube, du musst die andere Seite nehmen, Holger. Aber irgendwie. Das ist nur so ein kleiner Wurmfortsatz hier. Ja, ja, das wird. Also ich wüsste nicht, wo du sonst anders runterkniepen möchtest. Ja, ist fest. Ja. Gut, können wir wieder hochfahren. Fast gedacht. Ja, muss ja raus. Ja, ja. Das geht's nicht. Scheiße. Dein Mundhebel ist zu dick. Da guck mal. Warte mal. Ja. Jetzt fängt der wieder an zu pumpen. Hier am Rad. Doch. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten. Die Viertelstunde ist wieder um. Hier der. The Machine ist in dem Arm und macht dir wieder frische Luft oder irgendwie, keine Ahnung. Ach, ja. Ja, wir hatten jetzt gerade so ein bisschen, was heißt Probleme, aber wir waren uns nicht ganz sicher, wie wir jetzt die Antriebswellen rausziehen. Wir haben es jetzt erst hier mit dem Hebel probiert, zeige ich euch gleich, aber am besten geht es echt mit dem Meißel. Ne? Mit dem Meißel dazwischen und dann flupp das Ding raus, zeige ich euch. So, ihr seht, da ist die Antriebswelle. Dran. Warte mal hin. Ja. Da seht ihr, wenn ihr dazwischen mit dem Meißel geht, könnt ihr das Ding so wegklappen. Dann ist es auch wirklich ganz einfach. Man muss sich da eben nur trauen, weil manchmal hat man eben das Gefühl, man rutscht dann ab. Und hier genau das Gleiche. Ne? Einfach hier auf dem Meißel einmal so drüber kneten, dann geht das. Ja, wir haben das jetzt gerade auch erst so mit Hebel und Brecheisen und Pipapo. Aber das hat alles zu sehr nachgegeben. Wenn ihr zum Beispiel Motorlager und Getriebelager alles schon raus habt, dann kriegt ihr da auch irgendwie keinen richtig Zug drauf. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr am Meißel habt und dann geht das so da raus. Also die Antriebswellen sind auch leider jetzt hier entweder eingeklebt, eingepresst, nobody knows. Da braucht ihr also auch noch einen Abzieher für. Es ist also nicht so wie ja, früher beim Golf, da war das alles so schön in so einer Verzahnung, konnte man das alles super auseinanderziehen. Hier ist das jetzt nicht der Fall. Aber mit so einem kleinen Abzieher zeigen wir euch, geht das Ganze ganz gut. Wichtig ist auch da immer, dass ihr später die Verzahnung also entsprechend sauber macht. Damit ihr da auch die Antriebswelle wieder richtig reinbekommt. Also Koppelstange haben wir jetzt hier in dem Fall sitzen lassen, weil ganz ehrlich, wenn du solche alten Koppelstangen losmachst, dann kannst du sie auch neu machen. Hier das Ding haben wir jetzt noch nicht losbekommen. Hier zeige ich euch, weil wir das noch ein bisschen runter machen müssen. Hier die Antriebswelle ist raus. Da müsst ihr also auf jeden Fall nachher mal mit so einer kleinen Drahtbürste durchgehen. Vertauscht die Seiten nicht, wir haben jetzt die Seite darüber gelegt. Und dann sollte auch nichts mehr passieren. Ja, bei solchen Abziehern, da könnt ihr immer Kohle ausgeben ohne Ende. In dem Fall ist das jetzt hier so ein Billigding, aber der hat schon wirklich gute Dienste getan. Und ja, einfach hier jetzt hier mit dem Werkzeug drauf und dann geht das Ganze hoffentlich auch raus. Drüben ging es so. So, jetzt hier mit rein. Oder so rum. Hallo. So. Ja, warum komme ich denn nicht rein? Was ist denn los da? So. Moment, ich muss einmal weiter hinten anfassen. Yep. Ja, ist besser als immer auf die Achswelle drauf rumzukloppen. Geht so, wunderbar. Ja, wie immer dachten wir, wir hätten alle Schrauben los, aber seht ihr das da hinten, das mit dem blauen Köpfchen da in dem Gehäuse? Ja, da ist noch eine.
Kaum zu glauben. Wenn du das nicht weißt, dann bist du erstmal am Suchen. Also die muss auch noch los. Ja, wir dachten wie immer, wir hätten alle los, aber so ist das dann mal eben, ne? Da hast du schnell mal eine Schraube vergessen. Und normalerweise, wenn ihr alle Schrauben los habt, dann springt das Getriebe zumindest schon mal von den Passhülsen runter. Ja und? Geht los? Ja. Ah, ich bin mal gespannt. So, Schrauben müssen alle los sein. Los geht's. Also, es ist ziemlich eng hier drunter. Und wollen wir mal gucken. So, ein Stück. Warte, dann kann ich drehen jetzt. Warte, kannst du noch ein Stück machen, oder? Warte, du musst ein bisschen. Ich wollte jetzt ein bisschen drehen. Jetzt ist die Klimaschlauch im Weg. So, was ist denn? Schon haben wir den nämlich jetzt hier. Weil der Kupplung, der Gangstelle oben drauf ist, ist das nicht so geil. Ja. Oh, kommen wir noch mal hinten? Wieder so ein Schlauch. Ach, du Scheiße. Da runter ist er. Und dann kriegen wir die Kupplung nicht ab. Ich komme hier nicht raus, weil der Kühlwasserschlauch im Weg ist. Aber das, also laut Reparaturleitfaden geht das. Ohne den Schlauch. Ja, so wahrscheinlich für ein Schaltgetriebe, ne? Nee, für dieses. Für dieses? Ja. Mit einem Getriebeheber. Das, was ich jetzt eigentlich machen kann, aber weiß ich nicht, ob das halt habe ich den Motor nach hinten machen. Ja, wir kommen wegen diesem Getöse hier mit dem Schlauch. Hier, Querlenkersende. Querlenkersende und Kühlwasserschlauch. Dieses ganze Getöse, wenn das weg wäre, ja, müssen wir den ausbauen. Ja, machen wir den Kühlwasserschlauch ab, vorher kriegen wir Getriebe. Nein, du hast den Schlauch dicht. Hier den. Und den schneller oder was? Ja. Da kommst du ja jetzt an nichts mehr dran. Ne, aber wenn wir sie da reinhängen, dann können wir gucken. Mal von oben mehr. Los. Ich bin nicht höher. Ich mal ganz drauf, ja, weil ich muss an. So, jetzt sitzen wir wieder drauf. Ja, wir kommen an dem Kühlwasserschlauch nicht vorbei, weil diese ganze Stellergangschaltungs-Pipapo-Kacke da im Weg ist. Sonst geht das wahrscheinlich ganz gut, schmeißt das so raus, aber das geht nicht. So, wenn ihr jetzt hier schaut, hier hängt alles im Weg, wir können jetzt nicht drehen. Selbst wenn wir das Getriebe gegen den Uhrzeigersinn drehen, haben wir hier oben das ganze Gezunsel da im Weg. Ja, sonst, an sich passt es. Hier haben wir genug Platz, alles wunderbar. Aber mit diesem Steller da oben, das funktioniert einfach alles nicht. So, mal gucken, was wir uns da einfallen lassen. Weiter runterdrehen bringt auch nichts, weil wir stoßen dann jetzt hier an. Und hier stoßen wir jetzt auch schon an. Also alleine kannst du das echt vergessen. Da brauchst du echt mit zwei Leuten zu ja, so gucken, was da jetzt noch was da los muss. Aber ist das nicht auf dem Bild hier der Kühlwasserschlauch? Ja, wir haben uns jetzt für die Variante entschieden, Kühlwasserschlauch abzuziehen. In der Hoffnung, dass das reicht. Ja, sieht ein bisschen besser aus, aber dann machen wir wenigstens den Kühlwasserschlauch oder den Kühler nicht kaputt. Also probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Ich hätte jetzt gesagt, ich muss hier irgendwie. Da schaust du wieder von dem Kühler. Mit der Getriebe, mit der Kupplung. Ist das nicht so? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, warte. Das reicht immer noch nicht. Also, können wir das Getriebe noch weiter drehen? Oh, wie das ging. Wo ist der Uhr? Ja, jetzt. Also. Wir müssen das Getriebe um 90 Grad drehen beim Reinmachen. Oh, liegt mir am Drops, ey. Ja. Oh, ich werde alt. Drei. In dem Fall sind das 6 Schrauben,
Und ihr braucht eine 9 mm Zwölfkantnuss, das ist ganz wichtig. Sechskant geht nicht, Zwölfkant. So, jetzt kriegen wir die ab. Ja, also in dem Fall war es jetzt besser, den Kühlwasserschlauch mal eben abzumachen. Also müssen dann die Anlage entlüften, aber ganz ehrlich, bevor ihr da irgendwie irgendwas Plastikmäßiges abreißt, das ist alles Kappe. Ja, und in der Anleitung steht, dass ihr das Getriebe mit dem Getriebeheber so ablassen könnt. Geht natürlich nicht. Ne? Also ihr müsst da schon ein bisschen wursteln, aber zu zweit ist das schon möglich. Ja, Mensch. Was ein süßes Scheibchen. Ja, aber guck mal, hat sich gelohnt. Mit Kante, ja, ist auch runter bis fast auf die Nieten. Ja. Und da sieht man schon, die Nieten haben schon geschliffen hier. Ja, das ist genau. Schon. Ich sehe mal so, schaut, hier seht ihr Abdruck von den Nieten. Ne? Kann man das sehen? Ja, mal so ein bisschen davor. Da sieht man die blanken Stellen. So, jetzt müssen wir nur eben gucken, ob da Schwungradteile geblieben ist. Ne? Weil oftmals nutzt sich die Kupplung an der Druckplatte ein bisschen schneller ab und rutscht dann schon, bevor die Schwungscheibe kaputt geht. Aber das ist nicht immer der Fall. Und wie sieht das aus? Ist das okay? Oder? Ja, ist angelaufen, weil die hat ja immer gerutscht. Das Problem war ja bei dem, dass der schaltet halt. Oder der kuppelt von alleine, was heißt, du gibst nur Gas, dann kuppelt der ein. Dann bist du gerade angefangen, dann kuppelt er schon wieder und legt den zweiten Gang ein. Also nach 5, 6 Metern schon oder 3, 4 Metern. Und wenn du dann 30 Meter gefahren bist, ist er schon im fünften Gang. Also der fährt sehr untertourig und er ist nur am Schalten. Und das Problem ist beim ersten Gang noch nicht mal, zweite geht auch noch. Aber sobald es in den dritten Gang ging, hat die gerutscht. Die hat überhaupt nicht mehr, richtig die Kupplung hat nicht mehr gepackt. Und dann hat er schon wieder die Kupplung gedreht, um den nächsten Gang einzulegen. Ja, ist nicht ganz so geil, ne? Ist ein bisschen blau. Dann müssen wir umlackieren. Ja, ich glaube, wir ziehen mal Schwegel drüber. Und dann, weil wir haben jetzt eh kein neues, ne? Da sind die Nieten nicht durchgeschliffen. Also auf der Seite ist das gut. Ne? Da sind sie in Ordnung. Hier sind sie blank. Ja, da sind die Nieten komplett weg. Und da sehen sie gut aus. Ja. Wir schmiegeln mal drüber. Aber für 212.228 Kilometer ist die doch wohl. Ja. Ja, vor allem, du hast ja so keinen Einfluss darauf, dass den kuppelt. Ja. Wenn er sagt, ich muss das kuppeln. Ne? Gut, ich habe das jetzt mal mit so einem Klotz, habe ich das abgeschmiegelt. Ja, man merkt ein ganz klein wenig, aber dadurch, dass wir jetzt sowieso keine andere Möglichkeit haben, werden wir jetzt auch da keinen neuen Schwungrad drauf bauen. Also man fühlt es ganz leicht, aber ganz ehrlich, da machen wir nichts dran. Ja, das ist die Kupplung jetzt hier. Ja, komplett mit Druckplatte haben wir jetzt hier liegen. Und das Ding ist der komplette Hebel mit Ausrücklager. Ja, und das ist praktisch das, was automatisiert betätigt wird. Gucken wir jetzt mal eben. Also, hier raus. Also den nach hinten machen wir. Den nach hinten. Und dann geht das auch ab. Mal guck. So, und das. Ich bin kein Linkshänder hier irgendwie. Das dann einfach, entweder müssen die Schrauben erst vorher los. Weil das dann, Dreck. Nee, du musst hier die Schrauben losmachen. Das, guck mal hier, das Ding. Von der Hülse. Ach so. Genau, das ist komplett mit Hülse. Okay. Wird komplett mit Hülse abgenommen. Und dann braucht man das theoretisch nur, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, komplett wieder aufstecken. Ne? Also dann macht er automatisch dann auch die Hülse neu. Die Hülse ist schon vorgefettet. Keine schlechte Sache, müssen wir eben gucken. Meistens habt ihr nur ein, zwei Versuche, bevor die Geschichte rund wird. Deswegen müsst ihr da echt völlig aufpassen. Wahrscheinlich ist es schlau, wenn einer das Getriebe festhält. Ja, genau, das passiert. Das mache ich jetzt mal eben. Schnell Fuß drauf. Ja, aber das ist schon. Ja, also da. Die Schraubenköpfe sind so dermaßen klein, da rutscht ihr zwei, dreimal ab, dann ist da. Ja, die sind ganz flach hier. Das ist mega ätzend, wenn ihr da zwei, dreimal abrutscht, dann. War es das auch, deswegen das Getriebe entweder irgendwie einspannen oder einer mit dem Fuß draufstellen und dann geht das Ganze. Der Vorteil ist, ihr braucht eben nichts fetten, ihr könnt das so in einem umbauen und ihr solltet eben wissen, dass das extra eine Kupplung bzw. ein Teil ist, was für diese automatisierte Schaltung ist. Ja. Das dürfte leiser sein. So. Und theoretisch könnt ihr das jetzt ganz einfach wieder dran schrauben. Müssen wir dann mal gucken, ob wir da noch was sauber machen müssen. Aber Getriebesimmering, gucken wir mal eben. Getriebesimmering haben wir jetzt nicht, ist aber auch dicht. Das heißt nachher die Getriebegloppe einmal ausputzen und gut ist. Dann habt ihr das wieder quasi dran geschraubt. Also es geht relativ simpel und einfach. Braucht da nichts zerlegen.
Einfach so dran machen, dran schrauben, fertig aus. So, ihr habt gesehen, das ist also relativ simpel und einfach. Es gibt immer Leute, die putzen die Getriebeglocke wirklich sauber. Ich mache da immer nur den Staub weg, weil ja, da ist dann eben Staub drin, Kupplungsstaub. Ja, also das schadet ja der Kupplung nicht, deswegen einmal mit einem nassen Lappen durch und gut ist dann. Jetzt haben wir hier die Kupplung. Ihr wisst ja, Kupplung muss zentriert werden, da gibt es ein Werkzeug für. Ich mache das in der Regel, bei den Kupplungen geht das noch mit dem Auge. Wichtig ist aber eben, dass ihr die 9er 12-Kantnuss habt. Ja, oder ihr müsst nämlich sonst mit einem 9er Ringmausschlüssel jede Schraube einzeln so lösen. Da seid ihr dann irgendwie eine Stunde dran oder so. Ne? Also da solltet ihr dann schon darauf achten, dass ihr gerade bei Volkswagen, wenn ihr Volkswagen Kupplung macht, immer zur Not, nicht bei allen, aber bei sehr vielen Fahrzeugen braucht ihr eben diese 12er, diese 9er 12-Kantnuss. Und gleichmäßig anziehen. Richtig. So, das heißt, wir werden jetzt einmal schauen, ob die Mitnehmerscheibe auf der Verzahnung hakt. Das würde ich euch auch immer empfehlen, dass die da richtig drauf sitzt, ja, dass ihr da irgendwie keine Probleme habt. Also möglichst natürlich nicht fallen lassen, aber ihr seht, die geht astrein auf die Verzahnung drauf. Dass die, wenn ihr die Scheibe verkantet, dass sie natürlich da ein bisschen schwerer geht, ist normal. Aber da solltet ihr auf jeden Fall gegenprüfen, dass das auch einwandfrei funktioniert. So, wenn ihr jetzt kurz schaut, das kann man eigentlich auch mit dem Auge machen. In dem Fall haben wir jetzt hier sogar noch 3/8 Zoll Werkzeug. Das passt genau hier rein und dann müsste das auch okay sein. Ja, also so ist die Kupplung jetzt wieder drauf und jetzt ziehen wir die Schrauben fest. Gleichmäßig? Ja, gleichmäßig über Kreuz und... Über Kreuz? Na gut, wenn du meinst, über Kreuz. Die Wahrheit. Ich würde es immer über Kreuz machen und dann schmeiß das Ding wieder rein. Ja, das, was wir jetzt noch nicht gefunden haben, ist eine Einfüllschraube für Getriebeöl. Wir vermuten, dass das durch den Tachoantrieb eingefüllt wird. Also habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Wir haben jetzt gerade dreimal das Getriebe abgesucht und ich sage ja jedes Mal, hey, bevor ihr das Getriebeöl ablasst, guckt nach, wo es aufgefüllt wird. Wir haben natürlich jetzt hier die Möglichkeit, wir haben hier die Besonderheit, dass du ja normalerweise die Achswellenflansche über Volkswagen sitzen lassen kannst und du mit dem Getriebeöl erstmal so nicht viel zu tun hast. Ja, du kannst es wechseln, wenn du es möchtest, aber du musst es nicht ablassen in irgendeiner Art und Weise. Hier sind jetzt die Achswellen gesteckt. Was bedeutet, Getriebeöl ist rausgelaufen. Wir haben es dann auch ganz rausgemacht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das da irgendwie wieder reinbekommen. Und da ist jetzt keine Schraube in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ich dachte auch, ich hätte es übersehen. Jetzt nehmen wir den Tachoantrieb raus und gucken mal, ob da was zu machen ist. Weil der hat ein Drehzahlsignal, kriegt er woanders her. Zeige ich euch. So, das ist das Einzige, was wir jetzt gefunden haben, weil ich finde hier nichts. Mittlerweile ist natürlich auch schon ein bisschen spät. Nein. Dass man da in irgendeiner Art und Weise so langsam die Konzentration verliert. Aber wir vermuten jetzt, ne, normalerweise habt ihr das ja hier oder auf der gegenüberliegenden Seite. Manche Getriebe haben es dann auch hier. Ja, manche haben es ja nicht von hier vorne. Aber ich habe da jetzt irgendwie nichts gefunden. Und jetzt versprechen wir uns davon, dass wir... Nee, haben wir nicht. Dass es da vielleicht irgendwie ein Maß gibt oder so, aber... Nee, das macht doch keinen Sinn, ne? Weil guck mal, das geht gar nicht bis unten hindurch. Ja, also ich habe nichts gefunden. Vielleicht bin ich auch wirklich zu bräsig jetzt, aber irgendwie muss der Öl wieder rein. Warten wir, bis die Viertelstunde um ist. Also in 6 Minuten können wir erst weitermachen, weil Holgers Luftdruckpumpe am Arm jetzt erst wieder abfeiern muss. Und wenn das vorbei ist, haben wir 15 Minuten Zeit, um die nächste Arbeitsperiode quasi jetzt hier ins Laufen zu kriegen. Und ich habe mir gedacht, bevor ihr einfach nachher loslässt beim Reinheben, warten wir einfach noch ein paar Minuten. Und ja, also da müssen wir auf jeden Fall noch mal schauen. Vielleicht, aber muss ja irgendwie einzufüllen sein. Ne? Wenn, haben wir auch gesagt, hey, nehmen wir zumindest die alte Menge, wenn wir da jetzt nichts finden und du hast jetzt irgendwie keinen Reparaturleitfaden oder sonstige Sachen, haben wir die Menge aufgefangen. Es ist ja nichts daneben gelaufen, was wiederum bedeutet, dass wir dann genau diese Menge erstmal wieder einfüllen. Dann kann man erstmal fahren. Ne? Also, wenn jetzt alle Stricke reißen sollten. Ist ja Gott sei Dank kein 6-Gang Automatik. Achtgangwandler. So Leute, wir sind immer noch beim Zusammenbauen und da wir ja wirklich keine Einfüllschraube gefunden haben oder Mutter oder irgendwas, was man rausdrehen kann, machen wir das Ganze jetzt durch die Entlüftung.
Das Problem ist, dass eine Entlüftung natürlich eine Entlüftung ist. Das heißt, wenn du natürlich etwas reinlaufen lässt durch die Entlüftung, muss ja auch die Luft irgendwo entweichen können. Ne? Deswegen schauen wir jetzt mal, zeigen wir euch jetzt mal eben. Wie gesagt, wir haben jetzt auch keinen Reparaturleitfaden. Entweder gehen wir jetzt durch den Tachoantrieb, wo jetzt ein Blindstopfen drin ist, oder wir gehen durch die Entlüftung, eins von beiden. Wir wissen, dass das Ding 1,1 Liter Öl bekommt in Servicefüllung. Das heißt, wenn ihr das Öl mal abgelassen habt und Trockenfüllung ist 1,2. Das heißt, wenn wir da jetzt 1,1 Liter reinmachen, können wir dann mit dem Messbecher ja entsprechend abmessen und dann sollte das auch kein Thema sein. Ihr seht da hinten den Antrieb, hoffentlich seht ihr da, beziehungsweise da ist jetzt nur so ein Blindstopfen drin und hier ist jetzt quasi Entlüftung. Wir versuchen jetzt irgendwo da den Tachoantrieb rauszubekommen und den Blindstopfen dafür, weil ihr seht, wie langsam das jetzt durchläuft und weil wir alle morgen wieder arbeiten müssen, denke ich, wir müssen uns das einfallen lassen, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Und hier haben wir jetzt erstmal einen halben Liter Öl, der kommt jetzt gleich erstmal da rein, um zu gucken, ob das funktioniert. Und dann machen wir den Rest auch. Das Ding nehme ich ja immer hier, wenn ich zum Beispiel Öl für Differentialsperre wechsle. Das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Und ja, Anlasser muss noch rein. Ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden. Aber das Öl sollte schon drin sein. Das Fahrzeug ist so gut wie fertig, beziehungsweise wir haben alles soweit wieder zusammen. Bis jetzt auf Achsmutter noch mit Drehmoment und Räder noch mit Drehmoment. Holger baut jetzt gerade die Batterie ein und wir werden jetzt gleich mal eben schauen, Fehlerspeicher, und mal schauen, ob wir irgendwas anlernen müssen oder ob die Kiste das automatisch macht. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Beim Smart war das so, dass man das anlernen muss, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn man das nicht tut. Ob er dann nicht irgendwann nach einer gewissen Zeit sich sowieso die gewissen Schleifpunkte sucht, ne? Dass man einfach so eine gewisse Grundeinstellung vielleicht machen muss und der Rest dann automatisiert läuft. Das werden wir jetzt gleich sehen. Das heißt, normalerweise bis auf ein, zwei Schrauben haben wir alles zusammen. Hier ist noch so was von der Verkleidung, das machen wir jetzt noch. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Also es ist schon ein bisschen verwurstelt, aber es geht. Mit zwei Leuten macht es natürlich wesentlich mehr Spaß und es geht auch wesentlich besser als alleine. Manche Schrauben sind ein bisschen versteckt. Da weiß ich nicht, was sich Volkswagen dabei gedacht hat irgendwie, aber okay. Aber jetzt, ich sag's mal so, geht an sich. Das Getriebe kriegt ihr mit zwei Leuten, kriegt ihr gut gehoben und auch wieder raus. Wenn ihr das natürlich irgendwo auf dem Boden macht oder so, ja, macht das Ganze jetzt nicht wirklich sonderlich viel Spaß. Das heißt, wir lassen das Ding jetzt gleich laufen und schauen mal, ob wir Fehler im Fehlerspeicher haben. Das Getriebe ist ist zwar ein Schaltgetriebe, ist aber trotzdem diagnosefähig. Und ja, wie gesagt, Öl haben wir jetzt drin, 1,1 Liter, das was reingehört. Also das haben wir jetzt durch die Entlüftung gemacht. Das hat auch ein bisschen gedauert, weil natürlich jetzt hier sind vielleicht 3, 4, 5 Grad in der Garage. Und dann so ein 75 W90 da durch so einen dünnen Schlauch einzufüllen, da braucht man schon so seine Zeit. Aber unterm Strich hat das recht gut geklappt. Das heißt, noch Luftfilterkasten drauf und dann können wir das Ding rödeln lassen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ding schaltet. Und ja, Kühlanlage entlüften müssen wir sowieso noch machen. In dem Fall haben wir jetzt einfach, werden wir auch füllen dann erstmal. Und da ist gar nicht so viel rausgelaufen. Allerdings ist der Kühler natürlich jetzt leer. Was bedeutet, laufen lassen und dann irgendwann wird die Luft dann auch rausgehen. So Leute, der Zeitpunkt ist gekommen. Wir haben alles soweit zusammen. Und jetzt lassen wir das Ding erstmal laufen. Gucken erstmal, ob das Ding überhaupt läuft, ne? Ob wir alles richtig angeschlossen haben, wie zum Beispiel so Anlasserkabel, das ist ja auch mal schnell vergessen. Und theoretisch, ja, dreh rum den Schlüssel, oder? Schlüssel, Wasser. Wasser? Wasser, Kühlmittel? Ja, ein bisschen, ja gut, haben wir natürlich abgelassen. Das geht 13. So, bin ich mal gespannt, der dreht jetzt den Schlüssel rum und dann gucken wir mal, ob das Ding dann jetzt erstmal überhaupt so will. So, Licht geht schon mal an. Also das funktioniert schon mal. Fahrstufe? Hast du mal eine Fahrstufe eingelegt? Mach mal. Ah, der dreht sich schon mal. Da ist ja schon mal was. Da ist schon mal was. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir da irgendwas in Grundeinstellung stellen müssen. Bin echt gespannt. Das heißt, VCDS gehen wir mal rein. Und gucken mal, was wir da so sehen werden. Ich halte euch jetzt mal fest, okay, wir haben auf jeden Fall was in der Getriebeelektronik, was klar ist. Wir gucken hier mal eben rein. Getriebe, Schlupf zu groß, also das, was typisch eben für Kupplung ist. Ne? Schlupf zu groß, das erkennt er dann.
Und ich würde sagen, wir hauen das jetzt erstmal weg. Löschen. Zack, bumm. Und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwie was im Getriebe im Bereich der Grundeinstellung machen können. Den Rest hauen wir auch mal weg. Komm, alle löschen. Ja, wir hauen alles weg. Wir hauen erstmal alles weg. Wir hatten Batterie abgeklemmt und so weiter und so fort. Das heißt, so, zurück. Ja, ich will alles tun. So, Auswahl. Dann gehen wir mal im Bereich Getriebe. Und schauen mal, was wir unter Grundeinstellung hier so machen können. Ob es da irgendeine geführte Funktion gibt. Kupplung öffnen, Kupplung schließen. Anlernen, Kupplungsendposition, anlernen, Kupplungsdruckpunkt. Ja, ich glaube, das probieren wir alle mal aus. Jetzt weiß ich nur nicht, ich denke immer mal, der Motor muss oder Zündung muss dafür eingeschaltet werden. Probieren wir mal, was passiert. Anlernen, Kupplungsdruckpunkt. Was passiert dann? Läuft. Macht ihr was? Ja, macht auch ja was. Ja, man hört es also. Abgeschlossen. Zurück. Und gehen jetzt hier nochmal in die anderen Sachen alle rein. Kupplung öffnen. Kupplung. Was haben wir sonst noch an Endposition? Machen wir das auch nochmal. Start. Unbekannt. Also da macht er jetzt erstmal nichts. Okay, unbekannt. Da will er nichts machen. Und wir schauen mal, ob es noch irgendwas gibt. Gucken, Schutzdaten schreiben, Betriebedaten schreiben. Initialisierung, Gangsteller waren wir an sich nicht dran. So, aber... Nicht eine Grundeinstellung als solches gibt es ne? Ne, also nicht so. Kupplungsdaten zurücksetzen. Abgeschlossen. Also wir haben eine neue reingemacht, dass er da vielleicht einmal in den Reset kommt. Aber sonst finde ich hier nichts weiteres. Tankstelle neutral bringen. Kupplungsdaten zurücksetzen. Dann den Kupplungsende. Kupplungsdruckpunkt haben wir gemacht. Ja, ich würde sagen, mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. So, Holger geht jetzt gleich erstmal auf Probefahrt. Mal gucken, ob er die Bühne jetzt hier hochkommt. Ja, macht das schon mal. Das scheint schon mal zu gehen. Und ja, Mensch, heute Abend ist spät geworden. Das heißt natürlich Kühlanlage in Lüften und so weiter und so fort. Kommt sowieso nochmal mit dem Auto Federspeicher abfragen. Ja, ist das jetzt ein Hexenwerk? Dadurch, dass der Motorraum so klein ist, ist das ein bisschen schlecht mit dem Film. Ja, ein paar Schrauben sind wirklich gut versteckt. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, seid ihr ein bisschen am Suchen. Ich hoffe, ich habe euch so die gängigsten Sachen zeigen können, beziehungsweise euch gesagt, worauf ihr achten solltet. Wenn ihr eine Kupplung neu macht, wie gesagt, macht das auch immer mit Ausrücklager neu. Wir haben es jetzt auch mit dem Getriebeölwechsel verbunden. Und haben wirklich festgestellt, so habe ich jetzt hier schon lange nicht mehr gehabt, dass wir also bei Volkswagen gesteckte Wellen haben. Sonst waren die ja immer rundherum geschraubt und dass ich wirklich keine Anfüllschraube gefunden haben. Also ja, irgendwann lässt dann auch mal ein bisschen die Konzentration nach. Also ich habe nichts gefunden. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn das Ding jetzt weiter läuft. Und ja, Herr Holger hat leider schon gleich den nächsten Patienten hier wieder. Und ich weiß ja immer nie, in welcher Reihenfolge ich die Videos raushaue. Deswegen ist jetzt in diesem Video erstmal Schluss. Ja, ich bin echt kaputt, muss ich sagen. Aber hat wie immer Bock gemacht, denn es ist ja immer geil, wenn das danach einwandfrei funktioniert. Ich hoffe, er kommt auch wieder von der Probefahrt. Und ja, sollte noch irgendetwas Auffälliges sein, dann lasse ich euch das natürlich ganz gerne wissen. Und letztendlich war es das natürlich auch in dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.